Endlich. Na, endlich geht es los. Ich bin bereit. Du bist bereit. Ich bin noch in der letzten Season bis Rang 9, glaube ich, gekommen. Boah, Rang 9 oder Rang 8 war ich, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich wurde auch mit den Survivor besser. Und da ist immer nur so ein, zwei Sachen, also ein, zwei Runden waren, die ich gespielt habe, hatte ich dann keine wirkliche Lust, das da noch aufzunehmen. Also es war immer so kleine, kurze Ründchen, wo ich dann Bock hatte. Zu spielen. Tut mir leid, es ist relativ spät. Wir haben jetzt 23.50 Uhr. Oh, wir haben 23.50 Uhr. Ja, gut. Aber naja, was will man machen, wenn man Lust hat zu zocken, wenn man Lust hat aufzunehmen? Und ja, das Gute ist, ich sag das jetzt einfach mal so, der liebe Herr Pauchen, also mein Kamerad, ja, ich habe einen Kameraden hier auf diesem Kanal, das habt ihr vielleicht in den Kanaltrailer gesehen, den ich verdammt cool finde, einfach nur, weil ich ihn gemacht habe. Amateurmäßig natürlich, aber ich finde ihn trotzdem cool. Und auch er bekommt langsam wieder Lust auf Videos. Nur ist er, ja, er braucht Resonanz. Ich mache das just for fun. Ey, er macht es auch just for fun, aber ich kann das schon verstehen, ab so einem bestimmten Punkt, wenn man so die Videos macht und man schneidet dran, ich schneide jetzt nicht viel, aber man ist trotzdem glücklicher, wenn man so sieht, hey, guck mal, das sehen 20 Leute oder das sehen 30 Leute und es gefällt Leuten. Was funktioniert denn schon? Jetzt müssen wir ein bisschen konzentrierter sein. Obwohl, eigentlich nicht. Killer ist deutlich anstrengender. Ach, verdammte Scheiße. Du hast das nie mehr bekommen, Killer. Ah, guck mal da, der ist angehittet. Ah, verdammt. Ach, er spielt mit K.O. Außerhalb der Reichweite, deshalb sehe ich ihn nicht. Also das wird wahrscheinlich, könnte er potenziell ein Slugger sein. Wieso steht der denn wieder? Also ich gehe von aus, das könnte Leatherface sein. Insta-Dance, na, ich muss wieder reinkommen in die guten Quick-Time-Events. Also, dass ich die großartigen Fähigkeit-Checks hinkriege. Ja, so geht's los. Hat deutlich zu lange gedauert, den Gen zu reparieren. So, aber da haben wir schon mal einen. Wir gucken mal. Da ist einer am Heilen. Schaffst du es allein oder soll ich dir helfen? Controller entfernt. Nein, habe ich nicht entfernt. Die Batterien sind alle drin. Lass mich spielen. Das machst du jetzt nur, um die Punkte zu bekommen, hä? Dann machen wir jetzt Gruppenheilen. Die geht mir hart auf den Sack. Dann heilen wir dich erstmal. So, das war schon mal sehr unkoordiniert und nicht sehr gut gemacht. Sehr schön. Sind wir alle glücklich, uns geht's allen gut. Und ich will dieses Totem. Für die Punkte. Wir brauchen Punkte. Ich will Blutpunkte verdienen, um dann meinen Killer zu leveln. Ja, er spielt mit K.O., das ist ja nervig. So, dann haben wir schon mal das. Oh, oh. Du bist langsamer, wenn du die Kettensäge auflädst. Das bringt dir doch gar nichts.
Ach komm, das gibt's doch nicht. Er lässt mich liegen. Ja, weil er mit KO spielt. Wenn man KO spielt, sollte man noch eigentlich das Addon nutzen, das Perk nutzen, dass man sterbende Survivor sieht, weil dann merkt man auch direkt, wenn geheilt wird. Oder man spielt Nurse's Calling. Ihr müsst eng um Kurven laufen, Leute. Lauft um den Baum herum, damit er den Baum trifft. Irgendwie sowas. Aber er ist ein Slugger. Er lässt die Leute auf dem Boden. Ich werde jetzt auch nicht retten. Einfach nur aus dem Punkt, weil wir brauchen jetzt noch einen Gen. Und da er nur ein Slugger ist, um mehrere Leute auf einmal zu bekommen, hat die Zeit zu kriechen und von anderen gerettet zu werden und ja. Okay, wir haben einen Gen. Dann können wir doch. Okay, den hat er jetzt angehakt. Renn! Bitte renn! Er rennt da durch, alles klar. Lass uns vollheilen, lass uns vollheilen. Einmal komplett vollheilen hier. Oh, so umzingelt von einigen mehreren Damen. Hat es schon was? Ja. Ach komm, das sieht nicht als Schutz. Ich habe versucht, dir zu helfen. Sie hätte getroffen werden können ohne mich. Ich habe mich geopfert. Habe ich jetzt aus Versehen Dead Up benutzt? Nein, habe ich nicht. Ja, heilen wir uns mal ganz zügig selbst. Dauert ja gar nicht so lang. Hat keinen Sloppy Butcher drin. Meine Fresse. Ah, jetzt hat er sich auch noch erwischen lassen. Sehr schön. Würdest du bitte nicht wegkriechen, du Vollidiot? Okay, du bleibst lieber hier. Jungs, ihr lasst viel zu leicht mit euch spielen. Wir gehen jetzt alle hierher und wir heilen uns jetzt. Wir müssen heilen. Das geht schneller. So. Sehr gut. Oh oh. Uhu. Hi. Sehr schön. Wir spielen jetzt zusammen. Du und Alter. Deadlegs. Kannst kaum erwarten, wenn die Server online sind. Die wollen ja dieses Jahr Server reinbringen. Dedicated Servers. Mit denen man dann doch mal ein paar
Also, dass sie. Dass nicht immer der Killer daraus ist, weil... Oftmals hat der Killer echt eine Bambusleitung. Die lassen sich so schnell treffen, das ist unglaublich. So, ich konzentriere mich zu sehr darauf zu helfen, weil dadurch kommen keine Gens zustande. Viel Zeit mit Suchen der Survivor verschwendet. Die laufen leider auch sehr in der Gruppe zusammen. So, dass wenn er einen erwischt, hat er direkt meistens den nächsten und so weiter und so fort. Also, wieder K.O. Also nicht K.O., aber schon mal angehittet. Dann haben wir hier. Den zweiten Jet. Es sind noch zwei andere da, die sich darum kümmern können. Ich gehe jetzt erstmal darauf, dass wir hier einen Fortschritt machen. Sehr gut. Ich werde den Gen aber nicht beenden hier, weil ich glaube, wir haben dann nur drei in einer Ecke. Und das wäre viel zu gut für ihn. Deshalb werde ich den nahezu fertig machen. Werde dann gucken, dass ich noch einen anderen kriege und dann werde ich die einfach one-tappen, damit die dann fertig sind. Kann natürlich sein, dass mir ein Survivor dazwischen funkt, indem er einfach mal hier, oh guck mal, der Gen ist fast fertig, machen wir den nochmal zu Ende. Aber die lassen sich lieber niederschlagen. Guck mal, hier ist direkt der nächste. Machen wir auch. Ich weiß, es ist nicht der Spannendste, aber es gehört dazu. Und er wird sehr viel vom Schlagen, also viele Jagd- und Schlagpunkte bekommen. Oh, Brutalität und Jagdpunkte. Aber der hat so wenig Hooks. Weiß nicht, ob das so gut für ihn ist. Er könnte auch ein No-Edge-Spieler sein. Wer hat irgendjemand noch Adrenalin? Was haben wir das? Und haben das. Stellt sich jetzt eine Frage, die Frage, know it oder nicht? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe die ganze Arbeit fast nahezu alleine getan, ne? Nur mal so. Vier Gens. Know it oder nicht know it? Ich will, dass die anderen noch überleben.
Komm her. Komm her. Komm her. Nice. Ah, gut, die haben die Tür geöffnet. Alles klar. Damit sind die raus. Dann gehen wir auch raus. Ja, haben wir überlebt. Das war ein Slugger-Killer. Sicher kein Grund, jetzt hier zu warten. Ja, 8000 bei Ziele, 5000 Überleben, ja, 5000 Selbstlosigkeit, 5000 Tapferkeit. War eine gute Runde. Ah, schade. Was ein Two-Pip. Ah, okay, ja, da müssen wir warten. Alter, Rang 17, Alter. Was ist denn momentan mit den Rängen hier los? Adrenalin? Ist das Adrenalin? Nee. Keiner hatte Adrenalin. Doch, hier, sie. Adrenalin. Ja, mich hätte aber schon interessiert, was der Killer jetzt hat. Ja. Gut zu wissen. Gut, damit war das die erste Survival-Runde. Wir sind gut und kommen. Wir haben eine gute Punktzahl gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Beschweren kann man sich da ja nicht. Ah, shit. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Haut da rein, Leute. Tschö. Mit Öl.